Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Viele werden es schon bemerkt haben, ich habe mir einen neuen Monitor gekauft. Und zwar den brandneuen Samsung 28 Zoll 4K Monitor. Der hat so ziemlich alle Funktionen, die ein Monitor haben kann. Und was das für Funktionen sind und ob sich ein Kauf für diesen Preis lohnt, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Nachdem ich 2011 meinen 21 Zoll Full HD Monitor gekauft habe, habe ich mir 2016 einen 27 Zoll Curved Monitor von Samsung gekauft. Der hatte drei Probleme. Jedes Mal, wenn ich ein HDMI-Kabel aus dem Monitor ausstecken wollte, riss der Monitor mir den Anschluss am Kabel selber kaputt. Auf 27 Zoll sieht eine Full HD Auflösung einfach nur total schlecht aus. Man sah wirklich jeden Pixel und das war sowas von unangenehm. Und er kannte die Quellen nicht richtig. Also habe ich mich genau ein Jahr später dazu entschlossen, mir einen neuen Monitor zu kaufen. Als ich auf der Gamescom war, habe ich diesen zum ersten Mal gesehen und war begeistert von seinen Funktionen und vom Aussehen. Er hat 4K 60 FPS, eine Reaktionszeit von einer Millisekunde, eine Picture-in-Picture-Funktion, zu der ich später noch etwas sagen werde, Quantum Dot, AMD FreeSync und natürlich 28 Zoll, je größer, desto besser. Der Aufbau war ganz einfach. Zum Aufbau ist ein flacher Schraubendreher notwendig. Auf der Rückseite ist eine Abdeckklappe. Das war eine wirklich gute Idee, Samsung. Denn die versteckt den Kabel sehr gut. Darunter befindet sich ein Kopfhöreranschluss, ein Stromanschluss, zweimal HDMI und einmal DisplayPort. Außerdem haben wir einen Steuerungsknopf auf der Rückseite. Der Monitor lässt sich auch an die Wand befestigen. Ich überlege derzeit, ob ich ihn an die Wand hängen soll oder nicht. Bin mir da noch nicht ganz so sicher wegen meinem neuen Schreibtisch, den ihr noch nicht gesehen habt. Die Leute, die mir auf Twitter folgen, die sehen ihn als erstes. Nun zum Display. Die Farben finde ich echt seltsam. Liegt höchstwahrscheinlich am Quantum Dot, dies vermute ich zumindest. Die seitlichen Blickwinkel, also rechts und links, sind gut, aber wenn man von oben oder unten schaut, sind die Blickwinkel extrem schlecht. Wenn man auch nur minimal von unten schaut, erkennt man viele Details auf dem Bildschirm gar nicht mehr. Leider kann man den Winkel des Bildschirms nicht verstellen. Das ist ein großer Nachteil, denn könnte man den Bildschirm neigen, würde man bessere Farben wahrnehmen. Bei der Quellenerkennung stellt dieser Monitor sich noch um Weiten dümmer an als der Vorgänger, den ich hatte. Ich wünsche mir endlich mal einen Monitor, der klar erkennen kann, wo ein Gerät angeschlossen ist und zu welcher Quelle ich wechseln möchte. Die Displayränder hätten schmaler sein können und dadurch hätte man noch ein größeres Bild bekommen. Nun zum Preis. Genau einen violetten Schein müsst ihr derzeit auf die Theke legen, um im Besitz dieses Prachtexemplars zu sein. Seit Anfang November habe ich nun auch den 21:9 Monitor von LG. Die Links zu beiden Monitoren sind in der Beschreibung. Aber vorher noch ein kurzer Hinweis. Macht euch gefasst, wenn ihr den Preis des LG Monitors hört. Das ist wirklich viel. Das Review kommt dazu in einigen Tagen. Dann gibt es noch eine Picture-in-Picture-Funktion. Dort könnt ihr zwei verschiedene Quellen gleichzeitig in einem Bild anzeigen lassen. Ganz praktisch, aber braucht man nie. Ihr könnt es vergleichen mit dem Split-Screen-Modus auf eurem Handy. Wir halten also fest, auf der Verpackung steht mehr drauf, wie drin ist. Heißt also, die ganzen Features bringen einem nicht wirklich viel. Macht lieber keinen Kopfhöreranschluss und nur einen HDMI, aber dafür dünnere Displayränder und eine intelligentere und vor allem schnellere Quellenerkennung. Das war's dann auch vom Review des bei weitem nicht perfekten Monitors von Samsung. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Wer schlau ist und weiß, worauf ich jetzt hinaus möchte, der sollte dieses Video, ja genau dieses Video hier, teilen. Lasst ein Abo da und wir sehen uns morgen im Video. Bis dann!